Und auch wir beginnen Sport im Osten heute mit diesem traurigen Kapitel des Fußballs. Sport soll ja eigentlich etwas sein, wofür man sich begeistert. Mit tollen Erlebnissen und mit großen Fußballfesten. Fans sollen jubeln und mitfiebern mit ihrem Verein, euphorisch oder auch mal enttäuscht sein, aber sich nicht in der Rivalität mit anderen Clubs so sehr verlieren, dass sie dafür mit dem Leben zahlen. Der Fußball, der braucht seine Fans, aber keine Opfer. Am Mittwoch gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass Hannes S. seinen Verletzungen erlegen ist. Die Empathie ist groß. Bei allen Verantwortlichen in allen Vereinen spürt man die Fassungslosigkeit, aber auch die Konsequenz, mit der man solchen schrecklichen Ereignissen entgegenwirken will. In Erfurt sprach zum Beispiel Rolf Rombach, der Rot-Weiß-Präsident. Ja, klare Worte, denen hoffentlich vor allem von Seiten der Fanlager auch spürbare Veränderungen im Umgang miteinander folgen, damit diese Grenze eben nie wieder überschritten wird. Und genau mit dieser Hoffnung gehen wir jetzt auf den Platz. Spiele ohne Sieg, so sah die schwarz-gelbe Formkurve zuletzt aus. Heute empfing Dynamo Dresden den VfB Stuttgart. Einige sprachen vor dem Spiel gegen den Bundesliga-Absteiger sogar vom schwersten der Saison. Nach den 90 Minuten ist aber klar, das Spiel bekommt ein ganz anderes Prädikat, nämlich größtes Heimfest der Saison, zumindest bisher. Pascal Testrot mit dem 5:0. Dementsprechend sah es heute in unserer Sport im Osten Kabine aus. In der saß Doppel-Olympiasieger Karl Schulze. In London und in Rio holte er Gold mit dem Doppelvierer. Und wenn er nicht auf dem Wasser ist, dann ist Karl auch klarer Dynamo-Fan. Und was für einer. Dementsprechend war er nach kurzer Anlaufphase kaum zu halten. Den Saisonbeginn haben sich in Dresden allerdings alle anders vorgestellt, denn vor dem 9. Spieltag hängt in Dresden tatsächlich die unbeliebte rote Laterne des Tabellenletzten. Die Krimmitschauer hingegen, die sind etwas besser aus dem Sommer gekommen, aber auch für sie ist der bisherige 10. Platz definitiv ausbaufähig. Punkte Pflicht also für beide und Jörg Röhrig weiß, wer die Pflicht erfüllt hat. Ja, und die Lausitzer Füchse, die verloren gestern Abend ihr Spiel in Ravensburg mit 2:4. Die DEL2-Tabelle ist dann heute Champions League. Und die Königsklasse ist und bleibt sportlich eine tolle Auszeichnung und eine Herausforderung, wenn da nicht dieser finanzielle Nachgeschmack wäre. Doch trotzdem sind sich die Thüringer und die Sachsen einig. Sie freuen sich auf den Champions League-Auftakt. Julian Wiegmann. Für die Damen des HC Leipzig verlief der Start in die Champions League nicht so gut. Im russischen Astrachan verloren die Sachsen mit 24:27. Bereits am Freitag musste der HCL beim HC Vardar erneut ein Auswärtsspiel bestreiten. Das ist dann in Bosnien-Herzegowina. Und der Thüringer HC, der startet morgen mit einem Heimspiel in die Champions League. Zu Gast dann die Norweger aus Drammen. Und Sie können dabei sein via Livestream 14 Uhr auf mdr.de/sport. Und nicht nur die Handballfans sollten sich morgen im Empfangsbereich aufhalten, auch die Volleyballfreaks. Denn das Supercup-Finale in Berlin, das können Sie live im Netz sehen, ab 13 Uhr schon. Es ist übrigens die Supercup-Premiere im Volleyball. Der Dresdner SC als amtierender Meister trifft dabei auf den Vizemeister aus Stuttgart. Allerdings ist bei den Damen aus Sachsen nicht mehr so viel übrig geblieben von der Meistermannschaft 2016. Trotzdem will das neu zusammengewürfelte Team um den holländischen Star Myrtis Roth auch gleich mal diesen niegelnagelneuen Pokal. Erstes Saisonspiel, erster Titel, so soll's losgehen. Spricht René Klingbeil da von der Mitgliederversammlung der Vereinsgeschichte wahrscheinlich. Denn seit Monaten tobt bei Karlsruhe jener der Machtkampf zwischen Verein und Investor. Und alle setzten große Hoffnung und entsprechend hohe Erwartungen auf diesen Tag. Alle Beteiligten wollten den Neuanfang, aber zuerst gab es ganz deutliche Worte vom alten Aufsichtsrat Alex Küpper. Und ob es sportlich so paradiesisch weitergeht, das klären wir jetzt. Heute geht es für Jena nach Luckenwalde und die Partie könnte man so beschreiben. Sieglos gegen unbesiegt. Denn während Carl Zeiss erst einmal Punkte abgegeben hat beim Unentschieden gegen Cottbus, hat Luckenwalde noch nicht einmal gewinnen können in dieser Saison. Und auch die Bilanz aus der vergangenen Saison, die spricht deutlich für die Thüringer. Da gewann Jena mit 4:0 und mit 2:0. Also ein weiterer Sieg eigentlich reine Formsache, oder? Florian Weichert. Genau, und das Thüringen-Duell dann am nächsten Sonntag live hier in Sport im Osten. Und Jenas Gegner, dem widmen wir uns jetzt. Und ähnlich unterschiedlich wie die Voraussetzungen eben bei Luckenwalde und Jena sind auch die nächsten beiden Kandidaten. Gestern Abend empfing Nordhausen die Budissa aus Bautzen. Und während Wacker den Aufwind behalten will, um weiter nach oben zu klettern, will Bautzen nicht weiter runterrutschen, denn viel weiter runter geht's ja kaum. Für Nordhausen gab's übrigens abseits vom Platz noch eine echte Premiere und Julian Wiegmann war dabei.
Ding will eben manchmal Weile haben im Fußball und im wahren Leben. Guido Schäfer hat seinen Mantel aus der Altkleiderspende zurückbekommen. Die wollten den auch nicht, aber wahre Schönheit entstellt ja nichts. Jetzt trägt Guido ihn halt wieder. Und so gut gekleidet hat er Robert Zickert seinen Satz Sport im Osten Trikots vorbeigebracht. Ja, Rostock also mit einem Paddelschlag zurück, anstatt noch weiter nach oben. Dahin könnte es aber heute für Magdeburg. Das beweist also auch die nächste Partie. Vor ein paar Wochen noch standen die Erfurter recht deutlich vor Magdeburg in der Tabelle. Heute ist es der FCM, der eben mit an der Tabellenspitze kratzt. Und die Chancen stehen laut Statistik gar nicht so schlecht, denn Rot-Weiß ist das schlechteste Heimteam. Aber die Erfurter wollen sich natürlich unbedingt schützen vor dem anhaltenden Negativstrudel. Unterschiedliche Voraussetzungen, also was das Sportliche angeht, heute in Erfurt. Doch egal, ob Magdeburg, Erfurt, Spieler oder Fan, für alle rückte der Sport auch klar in den Hintergrund. Markus Herrlich. Ja, und nach 4 Spielen ohne Sieg, heute also ein Heimerfolg, erst der 2. in dieser Saison für Rot-Weiß. Und wir sortieren und schütteln das bisherige Drittliga-Wochenende in eine ansprechende Übersicht. Die Ergebnisse vom Anpfiff in Chemnitz sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen, wovon ich einfach mal ausgehe. Chemnitz gegen Mainz und Lok gegen Meusewitz, das gibt es morgen bei Sport im Osten live ab 14 Uhr. Außerdem haben wir Basketball, Tanzen und. Apropos Tanzen, falls Sie das heute noch tun, einen wunderbaren Samstagabend wünsche ich Ihnen noch und wir sehen uns morgen.